Hallo, meine lieben Freunde, wir machen einen Run mit Azazel im Greed Mode. Ah, ich habe gerade schon wieder Aufnahmen gehabt. Ey, das ist. Mann. Geht nicht. Es ist kacke. Was ist das? Was ist das? Make a wish. Okay. Ja, den Greed Mode habe ich noch gar nicht gebracht. Nee, gar nicht. Der Greed Mode. Ja. Wir haben halt. Placebo? Was ist das? Friends till the end. Das ist gar nicht mal so bad. Nehme ich gern mit. Moment. Ich erkläre es gleich. So, wir starten in dieser Ebene hier. Haben halt einen Job und einen normalen Itemraum, wo wir normal rein können. Und einen Itemraum, wo wir einen Schlüssel brauchen. Dann noch einen Zacki-Zacki-Raum und einen Job, in dem man rerollen kann und der immer aufgestockt wird. Immer wieder aufgestockt hier. Wenn wir uns jetzt einen Schlüssel kaufen würden, würde ein Schlüssel nachkommen. Wenn wir ein Item kaufen würden, kommt ein Item nach. Etc. Und man bekommt hier halt pro Welle, man muss 10 Wellen machen, 8 normale und 2 Boss-Wellen. Und man bekommt halt pro Welle Geld. Man kann auch noch eine 11. Welle machen, die, wenn man die gemacht hat, bekommt man zu 100% ein Devil Deal auf jeder Ebene, egal ob man rotes Herz den Schaden bekommen hat oder nicht. Man muss halt nur diese Welle schaffen. Und warum ich das jetzt mit Azazel mache? Erstens, Azazel ist einfach, denn er hat einen Brimstone und kann fliegen. Und zweitens müssen wir mit Azazel den Greed Mode schaffen, um Lilith freizuschalten. Oh, ich krieg zu viel Schaden. Das ist unglaublich. Brandstall, sie entaktivieren. Schnell einen Schlüssel kaufen. Zack. Ich will den Cube of Meat haben. Oh, toll. Sticky Babies. Huhu. Mann. 2 Gerdies, okay. Ja, das dürfte easy sein. So. Wen haben wir hier? Pin, glaube ich, ne? Ne, nochmal 2 Gerdies. Wow. Komm mal her. Kommst du mal her? Danke. Oh, du warst schnell. Mensch. Gut, dann holen wir uns jetzt nochmal den Cube of Meat. Und das war's. So, das hier ist jetzt die, ich nenne sie mal Deal-Welle. Weil die hier uns halt einen Deal bringt. Und wir haben den Devil Deal. Den wir nicht mitnehmen können. Und den ich auch nicht mitnehmen wollen würde. Eieiei. Okay. Ja, den wollte ich eh nicht mitnehmen. Das ist kein guter Deal. Okay, zack. Ja, und am Ende. Nach 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nach 6 Ebenen. Auf der 7. Ebene kommt Super Greed, Ultra Greed. Es ist ein netter Gegner. Shotspeed ab, ey. Wird wieder wohl flachsen hier. Brauche ich doch nicht. Was ist das? Sieht aus wie eine Fernbedienung. Hä? Interessant. Interesting. Zack, Schlüssel mitnehmen. Und sprengen. Für eine Pille. Range down. Oh nee. Gerade mit Azazel brauchen wir Range. Oh, wir kriegen hier aber auch keine Damage-Ups oder so, ne? Keine Damage-Ups. Unglaublich, ey. Bomben, wow. Danke, dass ihr die Welle für mich erledigt habt, Bomben. Finde ich nett von euch. In der Mitte auf den Schalter können wir übrigens rauf... Oder könnten wir rauftreten. Das Problem dann ist, dass wir Damage bekommen. Und dann wird die Welle halt angehalten. Kriegen halbes jetzt in Damage, glaube ich. Ja. So. Wo ist der? Da hinten. Nein. Wo bist du? Okay, tot. Alter, die dicke Fledermaus hält aber auch echt verdammt viel aus. Verdammt viel, ey. So, können wir uns hier irgendwas gönnen? Ich nehme das AP-Upgrade mit. Das ist mir schon ganz wichtig gewesen gerade. Damit wir auch einen Devil-Demon mitnehmen können, ne? Oh nein, er charged.
Dann charge nochmal. Und dann charge nochmal. Genau, gut. Den hätten wir. Okay. Nice. Haben wir noch genug Münzen? Nein, uns fehlt eine Münze, Alter, als ob. Sonst hätte ich mir die beiden Schlüssel da geholt. Aber okay, dann machen wir erstmal den Deal. Nein, oh, ich krieg meine Hitbox nicht auf die Reihe, sag ich mal. Und das sind eigentlich schöne Items. Eigentlich auch nicht. Eigentlich auch nicht. Nee, nehmen wir nicht mit. Brauchen wir nichts von. Das Herzchen dafür zu opfern, ist halt dumm. Und dann nehmen wir lieber die beiden Schlüssel hier mit. Das will ich. Ich würde das da haben. Mann. Was ist das? Das. Okay, wow. Gut. Ich dachte irgendwie, dass da ein Cricket's Head drin sein könnte. In diesem schönen... Schönen... In dieser schönen Kiste. Aber nein, war keiner drin. War kein Cricket's Head drin. Mann. Was haben wir hier? Curse of the Blind. Moldy Bread. Immerhin AP Upgrade ist ganz okay. Ball of Tar. Und nichts. Ja, wir kriegen hier aber auch nur scheiß Items, ne? Nur scheiß Items. Und einen blauen Stein. Das ist immerhin ganz gut. Wir bekommen die Bombe sogar wieder. Ja gut, hier sparen wir jetzt unser Geld. Weil wir sehen... Och, scheiße. Ah, Steam Sale. Oh, nice. Steam Sale. Wir nehmen die Bombe mal eben. Ich bin dumm. Das war echt dumm. Ja, okay. Ja, wir sparen unser Geld. Was war das denn? Was ist explodiert? Sag mir, es sind Fledermäuse gespawnt. Was ist explodiert? Mann. Ja, wir müssen am Ende übrigens noch einen Automaten füllen. Und den auf 999, um später einen Charakter freizuschalten. Und das wird anstrengend. Ich glaube, es gibt so ein oder andere Tricks, mit denen man es machen kann. Aber das wird anstrengend. Oh, komm schon. Scheiß die Wand an, ey. Oh Gott, ey. Ich glaube, es gibt hier irgendwie Herzen im Shop oder so. Das wäre ganz cool. So an sich, muss ich schon sagen. Ja. Oh. Nehmen wir mal ein Item mit. Squeezy, Tears Up. Und okay. Alles gut. Mehr nehmen wir nicht mit. Das reicht mir völlig gerade. Wir haben Tears Up und blaue Herzen bekommen. Alles fresh. Das reicht. Mehr müssen wir auf dieser Ebene nicht ausgeben. Wie gesagt, wir sehen eh nicht, was das für Items sind. Also es ist ein bisschen dumm, hier Geld auszugeben. Also wenn wir irgendeine Scheiße bekommen... Dann wäre es halt eher kontraproduktiv, würde ich mal sagen. Schießt gerade, genau. Wenn er die Flügel... Genau, jetzt... Wenn er Flügel so zusammen über Kreuz schlägt, dann schießt er auch schräg. Also sein Laser. Oder halt diese Tränen. Oder er spawnt Gegner und wenn er sie nicht über Kreuz schlägt, dann schießt er gerade Laser. Nein, scheiße. Gut, doch ausweichen. Hä? Wieso haben wir Gimpy bekommen? Was hat uns jetzt Gimpy droppen lassen? Hä? Haben wir irgendein Item, was uns Items droppen lässt, wenn wir Schaden nehmen? Oder was haben wir jetzt? Hä? Hä? Und wir nehmen einfach mal die beiden Items mit. Spektraltränen und The Pack. Damage und Tears Up. Das ist geil. Und zwei blaue Herzen. Hat sich gelohnt, Leute. Hat sich gelohnt. Zack. Zack. Einsetzen. Runter. In die nächste Ebene. Und hoffen, dass wir nicht schon wieder Curse of the Blind bekommen. Wir brauchen nämlich echt Damage. Und am besten mit Azazel auch Range. Das ist fast gut. Und das Pentagramm. Damage ist schon mal da. Haben wir einen blauen Stein? Nein, keinen blauen Stein. Was haben wir denn so im Shop? Gucken wir mal nach. Noch ein blaues Herzchen. Und wir nehmen das mit. Das gibt uns Damage. Quicker Charge. Ne, ich glaube, ich reroll. Tears Up brauchen wir jetzt nicht. Zwei, ein Trinket spawnen lassen.
Den One-Up könnte ich mitnehmen. Den None habe. Eigentlich will ich lieber rerollen. Rerollen. Oh Gott. Irgendwas, was Range gibt. So Moms Lipstick und so. Das ist der Shit, den ich brauche. Das war jetzt unlucky. Dass die Geister gerade übereinander gespawnt sind. Das war übel unlucky. Oioioi. Oh lol. Den habe ich gar nicht gesehen. So ein AP-Upgrade würde ich auch noch gern mitnehmen. So. Du hier hinten auch noch. Oh Gott. Müssen das so viele von euch sein? Mit dieser niedrigen Range ist es halt echt übel abgefuckt. Hey. Alter. Alter, da hat uns gerade Cube of Meat gerettet. Diese Gegner sind halt übel nervig. Okay, den haben wir. Den jetzt auch endlich mal. Alter. Oioioi, ey. Okay, den One-Up könnte ich mitnehmen. Mache ich aber nicht. Ich kaufe mal eine Bombe. Reroll nochmal so. Mit Geld. HP-Upgrade. Und die Blue Map brauche ich jetzt aber nicht unbedingt. Nehme ich jetzt beides nicht mit. Das ist... Lol, was war da denn? Range-Up. Schön. Bisschen Range-Up. War das Range-Up? Ja klar, es ist Range-Up. Bin noch nicht doof. Naja, so ein bisschen vielleicht, aber nicht so sehr. Wir haben ganz gutes Damage auf jeden Fall mit 10,5. Ist schon schön. Oh Gott. Und ein Portal habt ihr auch noch hier gespawnt. Ja, komm. Gönn dir, Bruder. Aua. Ich kenne diese Bosse halt überhaupt noch nicht, ne? Nicht wirklich zumindest. Komm schon. Oh. Das nehme ich mit. Damage and Range. Schön. Und noch ein blaues Herzchen. Ja, so viel bringt halt. Oh, so viel geben wir. Wir kriegen halt nicht so viel Range. Das ist ein bisschen scheiße. Okay, den haben wir. Das war knapp. Okay. Das war dumm. Aber wir haben's. Devil Deal. Zwei Karten. Das ist okay. Temperance. Der Typ. Okay. Und. Echt mal interessant zu wissen. Gar nichts. Okay. Die Fragezeichenkarte. Setzt. Oh Gott. Unser Space... Aua. Space-Item ein. Ja. Setzt unser Space-Item ein. Mit der Blank Card zum Beispiel wird man dadurch in den Error-Raum geportet. Das nehme ich jetzt nicht mit. Das brauchen wir nicht. Das nehmen wir mit. Das ist AP. Tears. Up und Shot Speed Down. Shot Speed Down können wir verkraften, denke ich mal. Und hiervon brauche ich gar nichts. Vielleicht die Karte und das blaue Herzchen. Aber sonst nichts. Kann man da rerollen? Habe ich gar nicht drauf geachtet gerade. Da sind noch... Komm schon. Das ist ein schwarzes Herzchen. Sehr geil. Durch den Totenkopf, der geschrottet wurde, gespawnt. Ja, komm. Alles klar. Ey. Okay, den haben wir. Och komm, ich dachte, du hast es in die andere Richtung. Du hast in die andere Richtung geguckt, du Arsch. Kack, Scheiß-Style, ey. Ohne Witz. Kann doch nicht machen. Noch einer, okay. Was haben wir hier? Gott, ich hasse diese Laseraugen. Die sind übel schlimm. Okay, kaufen wir mal das hier. Tuch Spades. Wow, wir brauchen keinen Schlüssel eigentlich.
Okay, rerollen wir nochmal kurz ein bisschen. Ja, das will ich haben. Und das. Aber wir bekommen, glaube ich, keine 14 Münzen mehr zusammen, oder? Wir könnten hoffen. Wir könnten es hoffen. Ich bin mir nicht sicher. Aber wir könnten es hoffen. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal... Oh, lol. Schön viele blaue Herzen. Und noch ein schwarzes Herzchen. Und wir bekommen... Ach ja, Gimpy. Gimpy droppt uns ein Herzchen, wenn wir Schaden nehmen. Alter. Ja, da haben wir Gimpy. Ja, wir haben Gimpy. Stimmt. Ja, geil. Wir können es beides kaufen. Nice. Sehr gut. So, mehr werde ich jetzt aber auch wirklich... Auf der nächsten Ebene werde ich nur was kaufen, wenn es übel gut ist. Also wirklich übel gut ist. Aua. Okay, haben wir... Jetzt noch die hier, ey. Mann! Ist der Greed-Mode schwerer geworden? Eigentlich gibt es doch dafür den Greedier-Mode, oder nicht? Mann. Haben wir schon ein Guppy-Item aufgehoben? Nee, ne? Nee. Dann bringt es uns nichts. Nehmen wir davon nichts mit. Gehen wir weiter. Und jetzt ist die Besonderheit, Leute. Die vorletzte Ebene hat halt keine Itemräume mehr. Wir haben nur noch den Shop zur Verfügung. Und ja. Guck mal, was wir hier kriegen. Spinnen, okay. Das gibt keinen Range-Up, ne? Nee. Gut, dann bringt es uns hier nichts mehr zu kaufen. Wenn wir wenig Leben haben am Ende der Ebene, können wir uns ja vielleicht nochmal ein paar blaue Herzchen gönnen. Aber mehr werden wir nicht mehr kaufen. Okay. 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 Oh Gott, oh Gott. Zack, zack. Haben wir nicht mehr besiegt, okay. Okay, die sind easy mit Brimstone. Das ist halt schön. Das ist halt sehr schön. Hä? Auch blaues... Blaues, rotes Feuer halt, ne? Okay, das war dumm. Das war gerade eigentlich dumm, da bin ich reingerannt. Ich dachte, der ist deaktiviert. Alter. Ich dachte, dieses blaue Teil ist deaktiviert worden, als wir, als wir die eine Welle geschafft haben. Wie gemein ist das denn? Kannst du jetzt mal... Okay, ich muss rausgehen und wieder reingehen, glaube ich. Ja, endlich weg. What the fuck? Haben wir gerade... Was? Erstmal die Maske. Okay. Ich hasse diesen Gegner. Mann, genau deswegen! Er macht halt diesen Instant Brimstone. Man kann sich nicht mal... Man kann... Nee. Oh! Wir brauchen gleich... Wir müssen gleich unbedingt neue blaue Herzchen kaufen, Alter. Es geht nicht anders. Dein Ernst? Ja. 1, 2, 3, 4, 5. Das ist jetzt, jetzt reicht's. Hoffe ich zumindest. Hä? Okay, dass wir jetzt keinen Gegner hatten, ist geil. Lol, er kann über Kreuz schießen? Seit wann das denn? Lol. Wir nehmen Kohle mit. Kohle erhöht unseren Damage je... Ja, mehr unsere Range weg ist. Je. Ja. Je mehr Range, je weiter die Tränen fliegen, desto größer ist der Damage von uns. Heilige Kacke, Alter. Ich wusste gar nicht, dass der über Kreuz Brimstone machen kann. Ich wusste, dass es sich drehen kann, ja, aber über Kreuz? Heilige Kacke. So, jetzt kommen wir zu Ultra Greed, Leute. Das ist Ultra Greed. Noch schnell was trinken. So. Jetzt müssen wir aufpassen. Genau, er spawnt übrigens so eine Münzen. Die Schlüsse hier zum Beispiel heißen, dass er... Die gehen nach einer Zeit weg. Also man hat Zeit... ...noch irgendwas dagegen zu tun, sag ich mal. Also diese Münzen wegzumachen. Aber... Mann, er sammelt unsere Münzen ein.
Ja, wenn wir getroffen werden, wie bei Greed und Super Greed. Oh Gott, so viele Spinnen. Ist halt ein übel nerviger Kampf in unserem... mit unserer Range, Alter. Ach komm. Oh nee, Schlüssel. Oh nee. Jetzt kommen wieder ganz viele Gegner. Die zum Glück keinen Damage machen, beziehungsweise kein Leben haben. Alter! Ach komm, geh weg! Mann! Was ist das denn? Ist das irgendwie schwerer geworden oder so? Was haben die denn damit gemacht? Heilige Kacke, ich hab da keine Chance gegeben. Geht nicht. Kann ich nichts machen. Heilige Kacke, Alter. Alter! Es geht nicht, ich kann nichts machen. Unsere Range ist halt einfach für den Arsch. Für den Arsch. Alter, es ist einfach übel anstrengend. Ich muss mich auch gerade mega konzentrieren. Es tut mir leid, Leute. Ich muss mich mega konzentrieren. Herzen. Oh, nee. Heil dich nicht, Alter. Und wer? Okay, das sind einfach nur... Wie viele Seite spawnt er denn von den Dingern, ey? Okay. Okay, momentan sieht's ganz gut aus. Wovon wurde ich getroffen? Sag es mir. Wir sind gleich tot. Wir sind einfach gleich tot. Mann! Der strampelt mir aber auch viel zu viel rum. Er beschwört viel zu viele fucking Gegner, Mann. Wir haben doch gar keine Zeit, irgendwas zu schaffen. Oh! Dieses Spiel macht aggressiv. Was ist das? Dass ich von diesen Teilen hier nicht getroffen werde, wundert mich ein bisschen. Da ist unser Juicy Sack. Sehr, sehr positiv. Okay, immerhin kriegen wir hier ganz viele rote Herzchen, die wir halt aufsammeln können. Okay, noch ein rotes Herzchen ist da, okay. Schön merken. Das sind rote Herzchen. Alter, er beschwört so viele Gegner. Unbelievable. Und noch mehr, und noch mehr, und noch mehr, und noch mehr. Und noch mehr. Schön ist es hier zu spielen. Man macht das Spaß. So viel Spaß, so viel Spaß. So viel Spaß. Ich kann froh sein, dass wir eine ordentliche Fire Rate haben, Alter. Mann, geh weg mit deinen Kackgegnern! Als ob! So knapp! Vor diesem fucking Ende! Oh, ich hasse dieses Spiel gerade! Das ist so nervig, Mann! Alter! Wird... Oh, dieses Geräusch. Wird da jedenfalls nicht so viele Fuck-Gegner beschwören, ne? Dann wäre es ja auch ein bisschen leichter. What the fuck? Wir haben keine Range und kein Damage. Was sollen wir da machen? Okay, Damage hatten wir schon, aber wir hatten halt keine Range. Und das ist halt... Es geht nicht anders. Ohne Range kannst du nicht leben. Und ich habe schon Range-Items aufgesammelt.
Ah! Oh, Gott! Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, Leute. Ihr habt was von dem Greed-Mode gesehen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.